Ich wusste schon, dass ich wieder schwanger war, habe es natürlich meiner Chefin noch nicht erzählt, weil ich mich irgendwie schuldig gefühlt habe. Außerdem wurde mir beim Verkünden der zweiten Schwangerschaft keine Glückwünsche entgegengebracht, sondern es kam nur ein Ach du Scheiße und deinen Job wirst du nach der zweiten Elternzeit nicht mehr so bekommen. Wusstest du, dass es vielen Eltern in Deutschland so wie Melina geht? 42% der Eltern wurden schon einmal während Schwangerschaft und Elternzeit diskriminiert. Das zeigt eine Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Betroffene erleben Mobbing, werden versetzt oder im schlimmsten Fall sogar gekündigt. Wenn Mütter dann zurück in den Job kommen, machen sogar 69% diskriminierende Erfahrungen. Milena und eine weitere Mutter haben uns erzählt, was sie durchmachen mussten. Wir schauen wie immer auch darauf, woran liegt das und wie könnten Lösungen aussehen. Später im Video stelle ich dir ein Unternehmen vor, das alles ganz anders machen will als Milenas Arbeitgeber. Milena Materna ist 33 Jahre alt und Mutter von zwei Kindern. Nach ihrem Skandinavistikstudium findet sie in Berlin sehr schnell ihren Traumjob. Ich habe bei einem skandinavischen Reiseveranstalter gearbeitet und habe individuelle Reiseangebote geschrieben, Budgetierungen gemacht und nochmal Land und Leute besser kennengelernt. Die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen, die teilweise sogar mit ihrem selben Institut studiert hatten, ist sehr vertraut. Sie fühlt sich wohl, ist herausgefordert, aber auch erfolgreich in ihrem Job. Irgendwann ist sie für eine große Silvesterreise zuständig. Ich bin dann nach circa einem halben Jahr in dem Job schwanger geworden und ich musste dann vor dem regulären Mutterschutz mich 3 Wochen vorher krank melden und habe schon gespürt, das trifft auf Unmut. Milena geht für ein Jahr in Elternzeit. Bei ihrer Rückkehr nimmt sie sich vor, da weiterzumachen, wo sie am letzten Tag vor der Elternzeit aufgehört hat. Aber wie das so ist, Kinder werden krank. Auch Milenas Kind fängt sich Kita-Viren ein und steckt Milena an. Eltern haben dann Anspruch auf Kinderkrankentage. Das findet Milenas Chefin aber gar nicht gut. Als ich am ersten Tag wieder zurück war, wurde ich gleich ins Büro geordert und mir wurde unterstellt, dass ich ja mich nicht immer krank melden könne, nur weil meine Tochter krank ist. Und meine Chefin hat mir vorgeschlagen, meine Arbeitszeit von 35 Stunden auf 3 Tage zu reduzieren. Das wären dann so um die 20 bis 25 Stunden gewesen. Und dann meine kranken Tage, wenn das dann wieder vorkommen würde, auf meine freien Tage flexibel zu verschieben. Weniger zu arbeiten kann sich Milena nicht leisten. Ihr Mann studiert zu dieser Zeit und sie sind auf das Geld angewiesen. Und das sind leider noch nicht alle Erfahrungen, die Milena machen musste. Wie es für sie weitergeht, erzähle ich dir gleich. Aber erstmal ist es wichtig zu verstehen, das, was Milena erlebt, ist kein Einzelfall. Lange Zeit gab es keine offiziellen Zahlen. Eine Studie im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle zeigt nun aber das gesamte Ausmaß der Elterndiskriminierung. Nach der Rückkehr aus der Elternzeit machen Mütter häufiger negative Erfahrungen als Väter. Deshalb konzentrieren wir uns in diesem Video auf die Erfahrungen von Müttern. Hier ein paar Beispiele, wie Diskriminierung aussehen kann. Chefinnen nehmen keine Rücksicht auf die Familienpflichten, achten also nicht darauf, wenn sie Meetings oder Ähnliches planen, dass Eltern ihr Kind zu bestimmten Zeiten in die Kita bringen oder abholen müssen. Oder noch deutlicher, wenn Vorgesetzte den Eltern weniger zutrauen und ihnen Projekte und Verantwortung wegnehmen. Oft fallen auch abwertende Kommentare. Wie ist deine Erfahrung? Hast du ähnliche Situationen am Arbeitsplatz erleben müssen? Schreib mir deine Geschichte gerne in die Kommentare. Es wird den Eltern wirklich gerade, was auch die Rahmenbedingungen nach dem Wiedereinstieg, nach der Elternzeit, nach der Babypause betrifft, sehr schwer gemacht. Das ist Sandra Runge. Sie ist Juristin und Autorin und berät seit über 10 Jahren Eltern. Sie engagiert sich für Elternrechte und weist über soziale Netzwerke und als Autorin immer wieder auf rechtliche Missstände hin. Also was ich aus meiner anwaltlichen Arbeit immer wieder und tagtäglich beobachte, ist, dass es im Grunde genommen gar keine Vereinbarkeit gibt, sondern eher Unvereinbarkeit für viele Mütter und auch zunehmend Väter. Und das ist für viele Eltern eine große Zerreißprobe. Diese Zerreißprobe spürt auch Milena bei ihrem Wiedereinstieg in den Job. Vor meiner Schwangerschaft war ich gut im Team integriert und hatte feste Aufgaben und Zuständigkeitsbereiche. Und habe mir keine Gedanken gemacht darum, wie es nach meinem Wiedereinstieg nach der Elternzeit sein könnte.
Nach meiner Elternzeit war es dann allerdings so, dass ich keine Zuständigkeitsbereiche mehr hatte. Meine erste Reaktion war, ich würde gerne kündigen. Die größte Gefahr vor Benachteiligung besteht, ist auch meine Erfahrung als Anwältin, in einer absoluten Umsturzphase. Das ist ein neuer Lebensabschnitt, ne? Wenn man plötzlich Familienzuwachs bekommt. Das sind auch existenzielle Ängste. Und wenn natürlich dann tatsächlich eine Benachteiligung noch obendrauf kommt oder droht, dann führt das häufig auch zu gesundheitlichen Einschränkungen. Das Erschreckendste eigentlich an der ganzen Sache war, dass meine Chefin selber Mutter von 3 Kindern war und mir im gleichen Atemzug mitgeteilt hat, dass es doch für die Kinder besser wäre, wenn eine Mutter bei ihren Kindern zu Hause ist. Das, was Milena erleben musste, ist schon krass. Aber es geht noch krasser. Nora Rausch hat uns ihre Geschichte erzählt, aber nur anonym und der Name ist geändert. Sie hat Angst vor negativen Auswirkungen auf ihre Karriere. Und diese Angst haben viele. Kaum jemand wollte mit uns vor der Kamera über das Thema sprechen. Nun aber zu Noras Geschichte. Sie arbeitet als Führungskraft in einer Kommunikationsagentur in Berlin, hat Abschlüsse der Universitäten in Berkeley, Harvard und der FU Berlin. Sie ist top ausgebildet, ihrer Karriere sollte also nichts im Weg stehen. Doch als sie ihrem Chef erzählt, dass sie Zwillinge erwartet, ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit vorbei. Nora wird am ersten Tag nach der Elternzeit gekündigt. Das ist nur möglich, weil ihre Agentur weniger als 10 Angestellte hat und für Nora deshalb kein Kündigungsschutz gilt. Nora ist fassungslos und schockiert. Erst heute, 4 Jahre später, hat sie eine vergleichbare Stelle gefunden. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, wieso können Mütter so behandelt werden? Gibt es da kein Gesetz, das Eltern schützt? Ich zeige euch jetzt, wieso das rechtlich möglich ist. Wir haben natürlich sehr viele Einzelgesetze, die potenzielle Diskriminierungen verhindern sollen. Wir haben ja das Mutterschutzgesetz, wir haben das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz. Da sind natürlich auch sehr viele gute Regelungen enthalten. Das darf man nicht vergessen. Was allerdings fehlt, ist eine klare, ganz eindeutige gesetzliche Aussage, die besagt, dass Mütter und Väter, die erwerbstätig sind, nicht benachteiligt werden dürfen. Diese von Sandra Runge genannten Regelungen beziehen sich auf die Phasen der Schwangerschaft und der Elternzeit. Danach ist der Schutz von Eltern sehr eingeschränkt. Eigentlich gibt es da ein Gesetz, das Menschen vor Benachteiligungen schützen soll. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, kurz Antidiskriminierungsgesetz. Laut dem dürfen Menschen zum Beispiel nicht wegen ihrer Herkunft, ihres Geschlechts, ihrer Religion, einer Behinderung, ihres Alters oder sexuellen Identität benachteiligt werden. Nicht geschützt sind hingegen Elternschaft und Fürsorgepflichten. Wenn es um Schwangerschaft und Geburt geht, dann ist das unter dem Merkmal Geschlecht geschützt, also eine Geschlechterdiskriminierung. Danach ist Schluss mit dem unmittelbaren Schutz. Rechtlich ist das alles total kompliziert. Aber der Fall von Nora zeigt ziemlich klar, dass das Merkmal Elternschaft fehlt. Ein Richter stellt fest, dass Noras Kündigung vor 4 Jahren wirksam, also okay ist. Hätte es das Merkmal Elternschaft gegeben, wäre das womöglich anders ausgegangen. Aber klar, ein Problem sind auch ArbeitgeberInnen wie die von Milena und Nora, die den fehlenden rechtlichen Schutz ausnutzen, um Mütter loszuwerden. Dass das bei einigen Unternehmen auch anders geht, zeige ich dir gleich. Zuerst aber, was sich rechtlich ändern lässt. Ich habe es ja gerade schon erwähnt, das Antidiskriminierungsgesetz. Da könnte der Gesetzgeber die Merkmale Elternschaft bzw. Fürsorgeverantwortung mit aufnehmen. Und was bringt das? Diskriminierungen sind vielfältig und es ist häufig schwierig, sie nachzuweisen. Heißt, was ist genau passiert und was haben die ArbeitgeberInnen gemacht? Eines ist aber sicher, die Aufnahme des Merkmals Elternschaft hätte zumindest für Nora die rechtliche Möglichkeit gestärkt, sich gegen ihre Kündigung zu wehren. Diese Änderung empfiehlt nicht nur die Studie, die ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, das empfiehlt auch ein Gutachten der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Wir haben mal das Bundesfamilienministerium gefragt, ob es konkrete Pläne gibt, Elternschaft mit ins Antidiskriminierungsgesetz aufzunehmen. Und das ist die Antwort. Gemäß dem Koalitionsvertrag haben sich die Koalitionspartner zum Ziel gesetzt, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz zu evaluieren, Schutzlücken zu schließen, den Rechtsschutz zu verbessern und den Anwendungsbereich auszuweiten. Wann das nun genau passiert, wird gerade noch beraten. Wenn wir zu unseren europäischen Nachbarländern schauen, sind andere Staaten mit der Regelung für Care-Diskriminierung schon viel weiter als Deutschland.
Benachteiligungen aufgrund der familiären Situation ist beispielsweise in Frankreich, Irland, Finnland und Griechenland verboten. Eine zweite Lösungsmöglichkeit, was in Deutschland noch besser geht, der besondere Kündigungsschutz, den es in der Elternzeit gibt, könnte verlängert werden auf einen gewissen Zeitraum nach Rückkehr in den Job. Zugegeben, für Unternehmen ist es sicherlich auch eine Herausforderung, Eltern in jeder Ausnahmesituation weiter zu unterstützen und zu beschäftigen. Aber dass das alles möglich ist, zeigt mein dritter Lösungsvorschlag. Der Punkt geht jetzt an alle im Chefsessel. Denn auch ArbeitgeberInnen können unabhängig von irgendwelchen gesetzlichen Vorgaben dafür sorgen, dass Eltern sich bei ihnen wohlfühlen. Wie man es besser machen kann als die ArbeitgeberInnen von Milena und Nora, zeigt das Beispiel, was jetzt kommt. DATEV ist der drittgrößte Anbieter für Business-Software in Deutschland und einer der großen europäischen IT-Dienstleister. Das Unternehmen hat uns geschildert, was sie anders machen als andere Unternehmen. Ich denke, das fängt bei uns erstmal schon mit der generellen Haltung zu dem Thema an. In vielen Unternehmen ist es ja so, dass das Thema Schwangerschaft und Elternzeit erstmal so eine Art Störfaktor ist. Wir haben das Ganze im Rahmen einer sogenannten lebensphasenorientierten Personalpolitik schon mal gleich mitgedacht. Wie können wir denn die auf diesem Weg durch begleiten? Wir haben schon seit 2007 dieses Thema Beruf und Familie ganz systematisch bearbeitet. Wir haben uns auch zertifizieren lassen. DATEV hat erkannt, gute Fachkräfte sind mega schwer zu finden. Das Unternehmen kann es sich nicht leisten, Eltern auszuschließen oder zu kündigen, wenn die nicht mehr 100% flexibel und spontan sind. Das merkt man auch im Recruiting, dort wo bei anderen Unternehmen möglicherweise bewusst so Fragen gestellt werden in Richtung Lebensplanung, Schwangerschaft, Kinderbetreuung. Da ist das erstmal für uns überhaupt kein Thema. Bringen es die Menschen trotzdem mit ein, dann sind wir eher lösungsorientiert dran und zu sagen, hey, wir wollen hier die Menschen einstellen, die am allerbesten fachlich passen, die zum Unternehmen passen, die irgendwie auch gerne arbeiten an dieser Position. Nochmal zurück zu Milena Materna. Trotz aller Schwierigkeiten, Milena gibt nicht auf. Sie kündigt tatsächlich nach der Rückkehr aus der zweiten Elternzeit. Ich habe daraus eher was Positives gezogen und habe den Mut gefasst, mich selbstständig zu machen. Und genau diesen Mut möchte ich anderen Frauen und Müttern weitergeben und sie ermutigen, ihren Weg zu gehen und ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten und nicht die Wünsche und Träume eines Arbeitgebers zu leben und darin selbst unterzugehen. Ich bin jetzt Online-Business-Mentorin für Mamas. Das heißt, ich unterstütze Mütter, die die gleichen Erfahrungen wie ich gemacht habe. Immer mehr Unternehmen klagen über Fachkräftemangel. Das passt so gar nicht damit zusammen, wie viele Eltern Diskriminierung erleben und aus dem Job herausgedrängt werden. Wer MitarbeiterInnen halten will, muss jede Form von Diskriminierung abbauen. Und Unternehmen haben auch gesellschaftliche Verantwortung und müssen langfristig denken. Denn wer soll bei ihnen später mal arbeiten oder einkaufen, wenn nicht die Kinder von heute? Wer das eigene Unternehmen fit machen will für die Zukunft, kann sich die Diskriminierung von Eltern nicht leisten. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns gerne ein Like da und teile es mit deinen FreundInnen. Ein neues Video von uns gibt es alle 2 Wochen hier auf dem RBB24-Kanal.